Wir singen nur das, was wir singen, oder? Was würdest du sagen, was wäre für die Musiker Hamburgs essentiell, um hier zu bleiben und kreativ bleiben zu können? Es wäre zum Beispiel einfach toll, günstigere Proberäume zu bekommen oder so. Also wenn man da irgendwie schon, wer weiß, wie viele Scheine auf den Tisch legen muss oder so, um überhaupt proben zu können oder auch so weit rausfahren muss, dann erschwert das das Ganze sehr. Und das wäre schon eine große, große Hilfe. Das kommt, also die Subkultur kommt von unten. Ich denke da nicht über Faktoren nach, sondern ich denke, dass die Menschen selbst irgendwie was ändern müssen. Selbst was in die Hand nehmen müssen, selbst Musik machen müssen, selbst eine Subkultur bilden und dass nicht eine Stadt dafür berufen wird oder nicht berufen wird, sondern dass es von Musikern selbst kommt. Das ist meine Meinung. Sind wir die Regenwürmer. Es gibt ein neues Gebiet, was ins Interesse gerückt ist. Jetzt dürfen die Künstler da rein und Probenräume und Probenbühnen machen. Dann kommen Cafés, dann kommen tolle Geschäfte. Und ich sag mal, in 5 Jahren, wenn das Viertel dann urbanisiert ist, also der Boden schön weich, dann dürfen wir gehen und dann kommen die Investoren. Das ist die süße Nancy, meine Aufnahmeleitung. Ich bin nicht süß. Hört ihr es von denen aus? Eine Anweisung. Lass das so. Chris, danke. Du kannst dich wiederholen. Dankeschön. Einer bleibt über. Ja. Was ist deine Motivation denn hier mitzumachen? Naja, ich denke, da spreche ich einigermaßen für alle, dass es gut ist, wenn sich Leute zusammenrotten und dafür einfach auch ein bisschen was machen, auch wenn es nur ein kleiner Teil ist. Aber ja, wenn man damit vielleicht jemanden ein bisschen sensibilisieren kann, ist das sicherlich richtig. Ja, ich freue mich einfach, dass es sowas gibt und finde es ganz wichtig, dass viele Leute davon erfahren. Ich finde das halt eine gute Message auch für Hamburg, dass man nicht, weil viele, denke ich mal, auch ihren Ego-Film halt durchziehen, so was Bands angeht, dass man auch mal nett zusammenkommen kann und auch für einen guten Zweck halt was Schönes aufnimmt. Das finde ich echt eine coole Message. Wir müssen ihn umbauen, weil ihr alle in einem Mikrofon, ne? Nicht wirklich um uns und es geht auch nicht wirklich darum, dass Kultur in die Stadt kommt und dass Kultur einfach sowas ist wie Essen und Trinken und alles, sondern wir sind eher Mittel zum Zweck, es hier schön zu machen. Und das ist einfach verdammt schade, weil ich habe seit 2,5 Jahren ein kleines Kind und seitdem ich selber ein Kind habe, habe ich entdeckt, jedes Kind tanzt gerne, jedes Kind malt gerne, jedes Kind hat Rhythmusgefühl, singt gerne und ich glaube mittlerweile, dass das wirklich ein Grundbedürfnis von Menschen ist, sowas zu tun und dass das auch letztendlich genauso wichtig ist wie Essen, Trinken und Schlafen. Auch an dich nochmal die Eingangsfrage, warum du heute hier mitgemacht hast, was du dir davon erhoffst. Was ich mir davon erhoffe, dass es Spaß macht. Also ich glaube, die anderen haben schon ganz viel erzählt, wo es darum geht, so Szene und Stadt und Kultur. Was vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist, dass ich das einfach geil finde, dass es das in Hamburg gibt tatsächlich. Was ich sonst eher aus Berlin kenne, dass irgendwie Leute, verschiedene Musikrichtungen, einfach was machen und dann sind sie da. So, wir haben einen Song, der ist gut, hier sind irgendwie Leute aus den verschiedensten Richtungen und das ist da. Und ich glaube, je mehr es solche so Gruppendinger gibt, desto mehr kann man wahrscheinlich auch nicht mehr dran vorbei, weil es die Dinger gibt. Also einfach machen. Ja, toll, tolle Klangform dabei. Das ist immer geiler, als ich mir vorgestellt habe. Noch geiler, als du es dir vorgestellt hast. Ja, ich dachte schon, das wird schon fett. So, da überfallen wir jetzt mal diejenigen, die sich hier zurückgezogen haben und gar nicht interviewt werden wollten. Ha, da sitzen sie nämlich alle beisammen. Ihr habt nämlich auch ordentlich heute mitgewirkt. Warum? Ja, ich bin ja hier so der Herbergsvater. Ich habe hier so aufgenommen und alles zur Verfügung gestellt, was hier die Räumlichkeiten anbetrifft. Ja, ist auch wunderbar. Und dafür hast du doch auch einen Grund, das zu tun. Und ja, welcher wäre der? Das Projekt schien mir unterstützungswürdig. Also eigentlich waren wir gestern hier und haben hier die dicken Basic Tracks aufgenommen und heute haben wir uns mal angeguckt, was die Sänger so tun. Come on, 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 come on
ich glaube, dass das der Punkt mit diesem Lied ist, dass wir ein bisschen mehr Aufmerksamkeit hier bringen. Und wir machen einen Stand und wir sagen, wir sind auf der Seite für Unterstützung der kreative, so kulturelle Entwicklung, lass uns sagen. Und das, was schon da ist, einfach zu kultivieren und auf das aufzupassen, das zu unterstützen und eine Möglichkeit, sich selber wachsen zu lassen. Genau, gerne mal mutig sein. Dann kommt der zweite, man hört ja, es geht dann ab irgendwie und dann können wir die Refrain singen. Ne? Und dann kommt eigentlich der Zugteil und der ist nochmal einmal zum Schluss. Ne? Raus.